Ich hab's nicht geschafft. Also Leute, genießt das Happy End. Schmerz sich aufgehängt. Super. Nee, ernsthaft? Ja, ja, ich seh's, ja. Wie in Matrix XP, dieses Internet-Dings da. The game's locked up. I don't believe it. What is it? Is this the testing department's day off or something? This gives me an idea. Hello? If there are any software engineers that can hear me, just type something in. Yeah. Alright, yeah. Hello. Right. Here's the plan. I won't tell anyone that there's been a lockup, quite a bad one at that, left in the game. If you will say, well, I don't know, help me out with this guy here. What do you think? Now, get rid of this background. It's really grimy. That's better. Weapons, maybe? Oh, cool. Let's see now. Die ganzen Waffen gibt's im Multiplayer. No. What about... Oh. Yeah. Schrotflinte. Do it. Double action. Oh. You guys. Yeah. Right. Okay. Take me back to, say, the phone room. Cool. Now, Mr. Alien. Let's see. Okay, let's get into position. Steady. Just check the shot. There we go. Right. On my mark, and not a moment sooner. 3, 2, 1, and action. Whoa. Ooh. Oh no, that looks a bit volatile. Well, clean that up later. Well, I suppose that's it. Anything else? Who are these guys? Oh, hello. You again. If it isn't Conker, how you doing, Mr. Screw? You have defeated the evil panther-type king. Yes, we didn't like him either. In fact, there seems to be an empty throne. So bloody right there is. Come on, Conker. Up on the throne with you. What? But I... No, you don't understand. I don't really want to be king. I... Oh, no, I forgot to... I should have brought Barry back to life. Oh, no. Hello, Prokomer. Oh, thank God. What are you doing? Get off. It's okay. It'll be good. And the rest of the guys. Marvelous. Ach, die Maus, die geplatzt ist. Das Ende ist eigentlich richtig traurig, muss man sagen. Oh, King! King! You couldn't be king of a toilet! Yeah, king of a toilet. You don't know how close you are. You realize that? You just do not know. Sorry. Yeah, Robert! King! How the fuck that? Can I be your general? Oh, no. Of all the people in the world that I don't like, I'm in a room full of them. I've heard the good news. We came back from holiday as soon as we could. Just to celebrate with you on this wonderful Kommt Mr. Bitcock auch noch? Leider nicht, nein. Schade. We ladies. There we go. Und das mal wieder am Anfang. Long live the king. Long live the king! Long live the king!
schaut so böse. Das ist Freude, ist tot. Und die ganzen Leute, die er nicht mag, sind da, ja, wie er gesagt hat. Die Maus ist toll. So, there I am. King. King of all the land. And who'd have thought that? Not me. I guess you know who these guys are now. Because I certainly do. I don't want to know them. And yep, I may be king. I have all the money in the world. And all the land. And all that stuff. But you know, I don't really think I want it. I just want to go home. With Barry. And, I don't know, have a bottle of beer. It's not gonna happen. It's true what they say. The grass is always greener. And you don't really know what it is you have until it's gone. 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 Böse Kunker. Das war's, aber am Ende kommt jetzt noch was? Ein Goodie? Naja, manche sagen, das ist ein indiziertes. Ein Indiz auf einen nächsten Teil, was ich aber nicht glaube, weil sonst wird er schon längst draußen. Aber müssen wir erstmal warten, bis das kommt. Ja, aber das war Conga, Leute. Eins der geilsten Spiele, möchte ich meinen, das es eigentlich jemals gab. Also an sich wäre ein Sequel richtig cool. Ein Sequel wäre cool, ja. Mit einem bösen Conker. Wo du die Länder erobern musst. So, alle Overlord. Ja, ja, genau. Wo du deine Minions hin und her schiebst. Das kann nur besser werden als Overlord. Ja. Und als nächstes Clive Barker's Undying. Wer es nicht kennt oder wer nicht weiß, wer Clive Barker ist. Clive Barker ist ein Horrorbuch-Schriftsteller, Autor. Ach, das erzähle ich lieber alles, wenn wir das Let's Play von Clive Barker machen, weil sonst ist es ein bisschen out of place und dann passt das nicht so ganz rein. Gibt es sonst noch was Interessantes zu sagen zu Conker in der Zwischenzeit? Ich schaue mich jetzt gerade um, ob es hier irgendwas Interessantes zu sagen gibt. Jetzt haben wir 28 Minuten und 46 auf dem Konto. Genau, es ist 18.04 Uhr. Es ist 18.04 Uhr. Auf meiner kaputten Uhr ist 12.56 Uhr. Dann steht die Frau normalerweise auf. Tja. Ach ja. Oh, das hast du schön gesagt, damit ich jetzt nicht besser ausdrücken kann. Ja, Conker. Conker the King. Na, wie viele Programmer sind denn das? Das sind immer noch beim A. Ach, scheiße, ist gleich alphabetisch, ja? Nee, es geht immer nach der Reihenfolge, hoffe ich. Jetzt wollte ich am Mikro ziehen, statt an der Shisha. Ach, scheiße. Apropos. Bitteschön. Ich verlenke das Mikro. Ach so, hier. Ja, nein. Ja, Rare, die Firma, ist eigentlich ziemlich genial, wurde aber irgendwann von Microsoft aufgekauft. Leider. Und deswegen kam auch das Remake von Conker's Bad Fur Day, Conker Reloaded, Live and Reload, glaube ich, hieß es sogar. Für die Xbox. Auf Xbox 3, auf Xbox raus, nicht Xbox 360, auf Xbox. Super Mario Club! Aber es war sowieso nicht, es kam nicht an das Original ran, ich glaube, das habe ich schon mal öfters gesagt im Laufe des Let's Plays. Ja, weil da viel mehr zensiert ist. Ja. Ja, und ich weiß nicht, es schaut irgendwie, so, als ob das Plastikfiguren wären, irgendwie. Ich kann es nicht erklären, es schaut komisch aus, finde ich. Aber naja, andere mögen anders denken. Naja. Additional thanks, da sind wir schon fast am Ende. Chucky Poo Slam, was ist denn das? Ich nehme an, das Lied, oder? Ich nehme es auch an, ja.
So heißt das Lied also. Special thanks auch zur Frau, aka Janine. Jetzt kommt's. Genau. Für den Kaffee. So, what'll it be? Scotch. Single malt. Space high. No ice. A man of taste. There you go. Das erinnert mich jetzt an Reaper, well, weißt du es noch, Daniel? Viper Pills. Das zeigt mir irgendwann vielleicht mal. Yeah. Looking a bit down. Falls jemand von euch auf schwere Adventures steht, dann empfehlen wir euch Reaper. Das ist echt unmenschlich. Anyway, I don't want to talk about it. I'll just drink this. Und jetzt kommt's. Das ist ja wie am Anfang. Komm, er geht besoffen raus. Jetzt guckt er nach links und rechts. Aber er wollte ja eigentlich nach Hause. Und jetzt geht er nämlich in die andere Richtung. Und da haben viele Leute immer was reininterpretiert. Aber ja, das war Konga. Also, wir sehen uns bei Clive Barkers Anleihen wieder. Tschüss. Macht's gut. Adieu. Stupid logo.